Servus Freunde, heute mal in grün. Scheißegal, ich bin wieder da. Servus und Hurra. So Freunde, erstmal nach dem Grußvideo möchte ich noch was loswerden. Und zwar möchte ich auch einen besonderen Dank mal loswerden an alle da draußen, an alle Pflegedienste, die auch für die älteren Menschen da sind, auch für die Leute, die dringendst Hilfe brauchen und sich auch nicht mehr aus dem Haus trauen, wegen dem ganzen Corona. Und fangen wir mal an mit dem Pflegedienst Helfende Hände, mit dem Pflegedienst Elia aus Büchenbrunn, glaube ich. Helfende Hände ist, glaube ich, Pflegedienst aus Bieselsberg. Oh, man höre und staune. Aus Schömberg, Bieselsberg. So muss ich sagen. Und dann habe ich noch den Gründer. Den grüße ich, den Gründer von KTS. Das ist ein Patientenservice-Sanitätsdienst. Und das ist auch für Pflegedienst und so weiter. Also, wie gesagt, Sanitätsdienst. Der Harald Wallisch nennt er sich, und er kommt ebenfalls aus Schömberg, Bieselsberg. Also die Bieselsberger gnadenlos heute vertreten. KTS Schömberg. Und er bietet eine Corona-Hilfestellung. Ja, nicht nur in Bieselsberg. Er schreibt hier Schömberg, Bieselsberg und alle Teilgemeinden. Weshalb? Ich lese es ganz kurz vor. Sorry, wenn ich immer wieder, aber ich muss es ablesen, damit ihr auch wisst, warum. Der Coronavirus schränkt den Alltag vieler Menschen erheblich ein. In dieser Zeit sollen wir alle füreinander da sein. Und da hat er recht. Und ich möchte jetzt gar nicht drauf eingehen, wie und was. Und er hat mich jedenfalls gebeten, hier einen Aufruf zu starten, Freunde. Und er hat mir auch gebeten, dass ich seine Telefonnummer weitergebe, indem, wenn ihr wirklich was habt, Probleme oder Angst habt oder so, der Harald und sein Team, er kümmert sich drum, und sein KTS-Team sind tolle Leute, wirklich, muss ich sagen, Respekt, Hut ab. Natürlich auch an Pflegedienst Elia und den Helfenden Händen aus Bieselsberg, also jeder, der da was macht, Hut ab, Freunde, Respekt. Also, zum KTS, die Telefonnummer wäre die 0176 84 12 5009. Das Ganze gibt es dann auch, wenn ihr mehr wissen wollt, unter kts-gvm@web.de. Also Freunde, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. KTS könnt ihr erreichen unter der Handynummer, unter der Telefonnummer 0176 84 12 5009 oder unter der E-Mail kts-gvm@web.de. Also, der Harald und sein Team freut sich. Und ansonsten, wenn ihr da natürlich andere Pflegedienste kennt oder, wie gesagt, andere Leute am Start habt, nutzt es. Freunde, die wollen alle nichts Böses, die wollen nämlich euch helfen in der schweren Zeit. Und wer weiß, was da noch alles auf uns zurollt mit dem ganzen Corona-Scheiß, sage ich mal auf gut Deutsch, Freunde. Das wird nicht leicht. Das hat es schon in sich, Freunde. Sollte man ernst nehmen. Auf jeden Fall riesen Dank an euch da draußen, dass es euch gibt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und da werde ich dann euch mal ein paar Fragen beantworten, die jetzt auch
in letzter Zeit häufig gestellt worden sind. Wir sehen uns gleich und dann gibt's die Frage- und Antwortrunde. Dankeschön erstmal. Servus und wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, euren Opa, Großeltern oder Nachbarn, der Hilfe braucht und sich in dieser Zeit nicht traut, rauszugehen, unters Volk, mit dem Bus zu fahren, einkaufen zu gehen und wieder zurück, dann übernehmen diese Pflegedienste mit absoluter Sicherheit diesen Job für euch. Also Freunde, in diesem Sinne, piep, 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 ich hab euch lieb und alle Pflegedienste da draußen auch. Und Freunde, das ist keine Abzocke oder sonst irgendeine Masche, das ist wirklich, das kommt vom Herzen und ich weiß, wenn es wirklich so ist, die Pflegedienste reißen sich, wenn es sein muss, nicht 12 Stunden, sondern 24 Stunden oder Stunden um die Ohren für euch. Denn sie sind für euch da und ich natürlich auch. Ich kann nur einen kleinen Teil beitragen mit einem Grinsen im Gesicht. Freunde, alles andere wäre nicht so schön, wenn das schief geht. Also, nutzt die Möglichkeit, nutzt es und wer weiß, was da alles auf uns noch zurollt mit dem Corona-Mist. Freunde, 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 also, jetzt gibt es dann Fragen und Antworten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, ich hab euch lieb, bleibt gesund und bleibt auf dem Kanal, denn ihr habt eigentlich ja logisch, wenn ihr Fan seid, keine andere Wahl. Servus und tschüss.